Das Tolle ist ja, wir haben so einen langen Reisezeitraum. Es könnte im August schon losgehen, bis nächstes Jahr im September. Jetzt haben wir die türkische Ägäis und wir sind immer noch mittendrin in den Favoriten. Und das ist auch so ein Lieblingsangebot von Ihnen, unser aktuelles Angebot der Woche. Es sind noch ein paar Zimmer da zu diesem Sonderkontingent, was wir auch hier jetzt aktuell zum Minutenpreis haben mit 399 Euro. Ist wirklich phänomenal. Da geht's nach Izmir. Es geht ins Clubhotel Ephesus Princess. Wir haben es schon einige Male präsentiert. Jetzt erst vor kurzem war Kollege Ulf vor Ort mit dem Kamerateam. Auch Ali ist noch mit dazugekommen und wir haben neue Bilder für Sie. Und so eine neue Region, die wir entdeckt haben. Ich war ja auch letztes Jahr war es, genau, an der Ägäis und da haben wir auch viele Hotels angesehen, so die Schauplätze. So im Vergleich zur türkischen Riviera ist es einfach so, dass ich finde, die Ägäis ist noch ein bisschen entspannter. An der türkischen Riviera haben sie so viele Luxushotels, alles niegelnagelneu. Da ist natürlich auch der Konkurrenzkampf groß. Und das empfindet man an der Ägäis nicht so, das ist nicht sehr gut gefallen. Ich habe auch das Empfinden, dass man ein bisschen entspannter einkaufen kann an der Ägäis irgendwie jetzt. Wenn man das im Vergleich zu Side sieht, da ist es alles ein bisschen anstrengender. Denn Sie kennen das ja, die Verkäufer, die sprechen einen ja an und sagen, ach komm, da gibt es noch mal Rabatt, schau mal bei mir rein. Ist gar nicht so gewesen in Kujadasse. Also ich bin da wirklich durch die Fußgängerzone gelaufen, sehr easy, habe in Ruhe die Schaufenster angesehen und einfach diese Mischung zu haben, kulturelle Ausflüge erleben. Ephesus ist da so ein Punkt, auch nur 5 Kilometer von Ihrem Hotel entfernt. Ein Ausflug nach Seldschuk ist ja schon enthalten. Şirince gefällt mir auch sehr, sehr gut. Haben wir